Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Raxyl und Novizenschule, diesmal mit dem Thema. Ach, ich dachte, es geht schneller. Kristallhöhlen-Event. So, und zwar gibt es da, das ist ein PvP-Event, es gibt wieder so einiges zu beachten. So, man könnte sich jetzt die Regeln durchlesen, die natürlich genau auf der anderen Seite sind. Da haben wir sie. So, das ist das Ding, sie. Merkliche Finsternis begann, Vergessene schon bald entdeckten. Übersicht. Kristallhöhlen kämpfen Teams darum, die meisten SP zu gewinnen. Also wenn man wieder Siegpunkte. Wir können das Ganze so machen. Ja, Drachenverstärkung. Feuerkristalle, Eiskristalle, Erdkristalle, Windkristalle, Dunkelkristalle. Ach so, okay. Da steht das alles. Ja, gut. Mir geht es eigentlich weniger um diese ganzen taktischen Geschichten. Es ist natürlich besser, wenn man die. Moment, welche hat die? Empfehlung für Athen. Okay, so, das ist die. Erhöhen Dauer. Bomben verursachen. Ah, so, die Dunkelkristalle. Also, die sollte man immer zuerst wegmachen. Das wären die taktischen Geschichten. So, Dunkelkristalle heißen die. Das sind, die geben Prozentpunkte auf die anderen Kristalle. Das heißt, wenn ihr dann einen Kristall zerstört, der 50% auf andere gibt, dann gibt es bei den anderen, die bekommen dann halt 50% Fortschritt. Da braucht ihr dann nur noch die anderen 50 holen. Es gibt auch welche mit 90, aber gut. SP-Verstärkung, Erdkristalle, SP-Ladung. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist alles so. Kann man jetzt. Lesen muss man nicht. So, nun, worum geht es mir jetzt in dem Ganzen, euch mal ein bisschen zu erklären, dass dieses Event dazu geeignet ist, saumäßig viele Punkte zu machen, mit sehr wenig Aufwand. Also man braucht nur 10-mal fliegen und hat so mindestens 10.000 Punkte raus. Das ist ganz einfach erklärt, und zwar haben wir in diesen Kämpfen hier. Ja, siehst du, da machen wir auch gleich mal hier einen kleinen Satz, einen kleinen Punkt. SP ist immer am wichtigsten. Drachen und Gebäude ist so zweitrangig. Wichtig ist immer, mach die grün. Und die dunklen. Den Rest könnt ihr euch beiholen, weil wenn ihr die grünen weg habt, gibt es mehr Punkte. Ja, wir haben nur noch 30 Minuten. Also wollen wir mal loslegen. So, wir gehen auf Kämpfen. Ja, aufgrund meiner Art und Weise, wie ich spiele, habe ich einen Haufen Punkte. Einen Haufen. Moment, hier. Genau, Waldbrand schon wieder offen. Ich greife das erste Mal in dieser Runde an. Nehme den Waldbrand. So. Und jetzt kommt das Schöne. Wir haben jetzt hier diesen schönen Multiplikator, den ihr hier seht. Dieses 10-mal SP. 10-mal Siegpunkte. Diese 10-mal Siegpunkte zählen. Beziehen sich auf die ersten, auf den ersten Angriff, auf den einfachen Angriff. Da bekommt ihr 10 mal mehr. Das heißt, wenn da 1400, wenn da 148 steht, dann könnt ihr 1480 Punkte kriegen. Und jetzt kommt das Tolle bei dem Waldbrand. Ich bekomme quasi dann nochmal diese 4 mal extra, die ich ja beim Waldbrand habe. Dann hat man, also beim Waldbrand hat man 5 mal, 5 mal extra. 40.000. Ja, wir probieren es mal mit dem hier. Vielleicht wird es ja was. So, und dann nehmen wir noch ein inneres Feuer. Innere Feuer sind geil. Innere Feuer geben auf die Basis Siegpunkte 100%. Und je mehr innere Feuer man nimmt, umso mehr Basis Siegpunkte, also auch 100% Dinger bekommt man. Das heißt jetzt nicht, dass sich das jeweils verdoppelt. So, beim ersten wären es dann 200, beim zweiten 400. Und nein, das ist nicht so. Es ist tatsächlich so. Wenn man einen normalen Angriff macht mit 100 Punkten, bekommt man mit einem IF 200 Punkte, mit zwei IF 300 Punkte, mit vier IF 400 Punkte. Und da man mit bis zu 5 IF, 5 IF, ja, selber, ja genau, man selber 2 plus, man selber 3 plus 2. Dazu müsst ihr allerdings die Drachen auch ausrüsten. Ich werde vielleicht noch ein kleines Mikro machen, ein kleines Mini zu dem Thema. Innere Feuer. Das sehen wir dann später noch. Auf jeden Fall innere Feuer immer verwenden.
Und wenn ihr schon dabei seid. Ah, ja, gut, den mal da weg. Kommt der, ärgert mich. Er darf nicht. So, hier, komm. So, komm, Zerstörer. Geh kaputt, geh kaputt. Also man muss auch übrigens immer diese 70% schaffen von einem Angriff mit einem Drachen. Mit dem ersten Drachen, mit dem man angreift, muss man 70% der Basis zerstören, um diese 10, diesen Zehnfach-Multiplikator zu bekommen. Ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. So, und dann bekommt man halt keine 140, keine 148, sondern 1480 Punkte plus dann halt jetzt nochmal die mit dem XP. So, bitteschön, wir können mal kurz die Punkte gewonnen angucken. Gewinn-Verlust-Multiplikator 1,2, Ausgangspunkte 100. So, Verteidigungsstärke, Waldbrandangriff. Ah, hier haben wir das mal 5. Team-SP 1,9, also das ist der Faktor dann. Ein inneres Feuer. Und da sieht man es schon. Ein Bonus für einzigartigen Drachen. Oh, das ist wieder. Also für einen Drachen, den man einmal nimmt. So. Und schließen. Und raus. So. Und dann machen wir mal weiter, bis wir wieder bei einem neuen Waldbrand sind. So. Also nochmal, wir gehen auf Kämpfen. Ja, dann suchen wir uns einen Gegner, den wir schaffen. Das Schöne ist, man könnte theoretisch, wenn man jetzt nur noch kleine Drachen hat, könnte man auch hier einen kleinen nehmen, einen kleinen Gegner, den 35er, und du würdest halt mit einem kleinen Drachen, wenn du diesen Gegner besiegst, trotzdem keine 1000, keine 127, sondern 1270 Punkte bekommen, plus Zusätze. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen 150er anzugreifen, der mir schon eine ordentliche Ladung gibt. Ja, so. Ich finde die Namen immer so toll. Die geben sich was weiß ich was für Namen und dann sind so die vorletzten Lauchs. Also wir schauen jetzt mal hier. Wir haben die wieder mal die vier Angriffe. Einfacher Angriff. Ist quasi hier drüber. Dann super Angriffe. Super Angriffe heißt vierfach Punkte für fünffach Energie. Also man macht immer eins miese. Allerdings geht es auch ein bisschen schneller, ne? So, dann haben wir hier den Waldbrand. Da müsste man, also nachdem man 10 erfolgreiche Angriffe mit jeweils 5 Flammen gemacht hat, hat man 50 Flammen und kann diesen Waldbrand einmal machen. So, wenn man also Einzelflüge macht, hat man natürlich mehr Waldbrände, ist aber auch sehr viel Zeit im Anspruch. So, die Mega-Attacke. Leute, Megas lohnen sich nur ganz, ganz, ganz selten und im Kristallhöhlen-Event überhaupt nicht. Man kann es machen, aber man bekommt mit dem Zehnfach-Bonus einfach. Ihr habt es gesehen. Also die 2000 Energie hat man dann, habe ich jetzt sicher. Also warum sollte ich dann einen Mega machen, der mich übrigens 100 Energie kostet, 20 innere Feuer und am Ende habe ich dann 6000, 8, 7, sagen wir 7000 Punkte. So, mit dieser 100 Energie und 5 inneren Feuern habe ich in diesem, bei diesem Dings hier allerdings schon 10.000 Punkte. Also habe ich eine höhere Ausbeute bei weniger Einsatz. Und so ist es bei den meisten Events. Es gibt nur ganz wenig Events, wo sich wirklich diese Mega-Attacken lohnen. Oh, das probiere ich jetzt. So, weiter geht's. So, ich muss noch 30.000 Punkte machen. Dann habe ich einen neuen Ding. Sie mal gucken, vielleicht eigentlich müsste ich es ja noch schaffen. Eigentlich, aber uneigentlich. Es ist ein bisschen spät geworden. Ich hätte früher anfangen sollen.
Kisten, Kisten, en masse Kisten, Leute, fliegt, bis die Hölle zufriert. Es gibt Kisten. So, heilen. Ja, ich liebe ihn. So. Einer der schönsten Drachen in diesem Spiel. Apophet. Leider hat man ihn aufgrund des Aufholmechanismus viel zu kurz. Ich kann mich noch entsinnen, wo er rauskam. Ach, was haben die Leute? Da gab es noch keine Reiter oder Rüstungen. Da hast du Runen gesammelt, noch und nöcher. Runen und Glyphen. Und dann hast du den da drauf gepappt. Und dann hast du dich gefreut. Ja, mein Apophet hat 60 Millionen. Angriff. Das war schon geil damals. Dann hat man versucht, den noch zu optimieren, wie man das in irgendeiner Form noch hinkriegte. Das waren Zeiten. So. Also nochmal, wir nehmen jetzt immer schön die Supers hier. Das gibt Punkte. Übrigens macht dieser Spieler hier, macht es genau richtig. Er lässt sich überhaupt nicht reinreden. Er macht schön, dass du das möglichst lange brauchst, um da durchzukommen. Deswegen hat er da gleich diese kleine Mini-Insel hingebaut. Also per se perfekt eigentlich gemacht. Für den Anfang. Man muss halt sehr lange fliegen, bis man da irgendwie durchkommt. Das ist ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man dann selber so eine Basis hat, dann braucht der Gegner auch sehr lange. Also alles Vor- und Nachteile, Leute. Komm, mach das weg. So, da-da-di, da-da-da-da. Nein! Und wir haben es nicht geschafft. So eine Scheiße. So, setzen wir gleich den nochmal ein. Ach, ist das ärgerlich. Es ist wieder einmal umsonst quasi geflogen. Ach, ist das ärgerlich. Die Zuchtdrachen sind scheiße. Die meisten. Die sind wirklich für nichts zu gebrauchen, außer um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Hersteller gewollt ist. Aber die meisten dieser Zuchtdrachen sind wirklich unter aller Sau. So. Weil einfach die Zauber nicht wirklich einsetzbar sind. So, da, 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 da. Ach, jetzt bin ich. Das ist, So, wir haben jetzt festgestellt, dass der da nicht funktioniert. Hat zu wenig. Okay. Mann. Will ich jetzt nur hier durchkommen. Mach das jetzt weg. Wie gesagt, ihr könnt in diesem Event echt so viele Punkte machen, indem ihr einfach nur 10 Flüge pro Runde macht. Das sind 12 Energie, nee, 14. 14 Energie, Kisten, die ihr da benötigt für. Und selbst wenn ihr noch ganz, ganz klein seid und noch gar keine Energiekisten habt, könnt ihr dann immer noch. Also ihr habt pro Ding, ihr habt 16 Energie, ihr braucht 4 Stunden, bis diese Energie wieder voll ist. Ja, sagen wir mal 5000 Punkte pro Runde machen. Das ist auch nicht schlecht. Ihr kriegt da wirklich einen Haufen Energie geschenkt.
Also meine Taktik für dieses Event wäre wirklich zuerst die Booster wegmachen, also diese Bomben, die die Prozente auf die anderen bringen, wenn sie denn da sind. Dann die SP-Dinger wegmachen. Die Siegpunktkristalle immer schön wegplatzen. Das ist das Wichtigste, dass man möglichst schnell noch mehr Punkte bekommt, weil du dann mehr Punkte abziehst. So, also die Siegpunkte weg und dann Drachenangriff. Also das nicht, also in der, wie sage ich das, in dieser Reihenfolge, also in dieser Wertigkeit, nicht in der Reihenfolge, sondern in der Wertigkeit wäre das ideal. So, und das hier verstehe ich überhaupt nicht. Hier ist ein 400er, der gibt weniger. Ach nee, hier. Ja, ein 200er, der gibt weniger Punkte als der 150er. Stimmt doch was nicht. So, ich habe noch ungefähr 16 Minuten. Oh, das so weitergeht, das dauert ja ewig. Junge. Hätte vielleicht doch früher mit dem Frühstück fertig werden sollen. So, schön angreifen. Das machen wir. So. Die meisten dieser Drachen haben gerade im unteren Bereich immer nur rote und blaue Zauber und die weißen kannst du knicken, weil die so viel Energie fressen, dass es sich nicht lohnt, sie die einzusetzen. Gerade so. Wie gesagt, ich brauche diesem Event noch ein paar Punkte. Knapp 30.000 waren es, wo ich eben losgestartet bin. So, gleich mal aufleveln. Vielleicht bringt es ja bei der nächsten Runde dann mehr. So, wir verkürzen das Ganze jetzt mal ab. Wir müssen es ja nicht alles. Müssen ja nicht alles durchziehen. So, jetzt gehen wir auf. Jetzt schauen wir mal. Ränge. So, ich muss jetzt noch 20.000 Punkte machen. Aus irgendeinem Grund bin ich mal wieder Erster im Team. Ja, passiert. Ach ja, die Quests. Was haben wir hier? Vernichte zwei Basen mit 100% Zerstörung. Quest abgeschlossen. Ach ja, ist ja Sonntag. Okay. So, die Schlacht. Also, jetzt nochmal für alle zum Mitmeißeln. Ja, wir haben dieses Event. Innere Feuer haben wir. Also diese netten kleinen Punkte. Es gibt einen Haufen Punkte dafür, dass du mit einem Drachen wenigstens 70% einer Basis schaffst. Dann könnte der zweite auch fertig machen. Ja. Und ihr könnt in diesem Event echten sehr, sehr viele Punkte insgesamt holen im Vergleich zu anderen. Und das bei weniger Einsatz. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag, schönes Spiel. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir in-game. Diesmal heiße ich, ist egal. Okay, schreibt mir, macht es anders. Sucht einfach bei Minibande nach dem Anführer und schreibt dem. Das bin meistens ich. So, oder gebt einfach mal in meinen, bei meinem YouTube-Account, auf meinem YouTube-Konto unter diesem Video, wenn ihr Fragen habt, dann stellt diese Fragen dort. Da kann ich auch drauf reagieren. So, jetzt nochmal, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann empfehlt mich weiter, verlinkt mich, setzt mich irgendwo mit rein, macht einen Daumen hoch. Und ja, tschüss.